So Freunde, moin moin und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play F1 2019 mit mir zusammen, dem Malte, mit Bernie Busch, Freunde, jetzt in der zweiten Saison und in Melbourne und ich habe jetzt gerade eine Tortur hinter mir, das könnt ihr euch ja gar nicht vorstellen. Boah, da muss ich mal ganz kurz echt meinen Kopf auf Senkrad legen. Also, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt mittlerweile im Qualifier angekommen. Ich musste jetzt ein bisschen darum experimentieren. Also, das erste Training musste ich für diesen Speicherstand nutzen. Das zweite und dritte Training, um den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anzupassen, Freunde, dass wir da irgendwas Gesundes finden. Ja, ich habe es dann das Ganze versucht, so ein bisschen in 2 bis 3 Punkteschritten hochzustufen. Und wir sind jetzt letztendlich, wo ich denke, dass ein sinnvolles Niveau ist, haben wir tatsächlich uns um einen Schwierigkeitsgrad quasi de facto nach oben gearbeitet und spielen jetzt auf dem Meisterlevel, Freunde. Ich denke, das dürfte schon so ungefähr klar sein, was für ein Niveau das jetzt ist. Heißt, Freunde, Fehler werden auf jeden Fall hart bestraft. Ja, das Training selber lief dementsprechend ab. Ja, hat es tatsächlich noch so grob funktioniert alles. Ich bin einigermaßen zufrieden. Ressourcenpunkte seht ihr jetzt ja hier oben. Kümmern wir uns nach dem Rennen genau nochmal technisch drum, Freunde. Aber das ist erstmal fürs Grobe. Wir gucken nochmal kurz auf die Nachrichten. Saisonziele. So, Claire Williams, die Chefin, meldet sich. Im ersten Teil der Saison wirst du in Geduld üben müssen. Wir rechnen damit, dass unser Anfangstempo nur für eine hintere Position gut reichen wird, aber keine Sorge, jetzt sind alle an den Start und engagieren uns für das Team. Solange du deinen Teil leistest, sollen wir in der Lage sein, uns im Laufe des Jahres im Mittelfeld durchzubeißen. Ja, Freunde, das klingt doch tatsächlich schon nach einem soliden Plan. Ihr kennt ja meine Pläne auch. Bin jetzt mal gespannt, inwiefern jetzt natürlich mir diese Erhöhung des Schwierigkeitsgrades da jetzt natürlich noch die Saison ja, ein bisschen das Knick brechen wird. Das ist natürlich jetzt die entscheidende Frage hier. Ansonsten sei erstmal gesagt, Schwierigkeitsgradveränderungen, Freunde, habe ich vor, nur immer zum Startsaison vorzunehmen. Weil, wenn ich das zwischendrin verändere, Freunde, das dreht alles um. Also muss man einfach so sagen, das würde alle vorherigen Rennen oder alle nachkommenden Rennen alles ganz anders gewichten und dementsprechend also wirklich bleibt das auch die einzige Schwierigkeitsveränderung, die ich jetzt vornehmen werde. Wie gesagt, wir haben jetzt das Level auf Meister gesetzt. Also ich denke mal, da dürfte jetzt auch nicht mehr so viel kommen. Ich glaube, dahinter kommt noch Legende und Experte. Dann sind wir auch schon durch, glaube ich. Also viel mehr ist der jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr an Land. Oder hieß das, nee, ich glaube, Experte war es gar nicht. Das war, glaube ich, ultimativ, ne? Da bin ich mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall. Also so viel kommt da nicht mehr, Freunde. Ist jetzt auf jeden Fall schon eine Ansage. Das heißt, dahingehend bin ich jetzt auch wieder zufrieden. Wir kriegen noch viel Glück in der kommenden Session. Und wir kriegen natürlich, ach ja, das Qualifying im Regen. Stimmt, ich glaube, das war ja wirklich so. Das habe ich, glaube ich, verpennt gehabt. Ja, okay, stimmt. Das heißt, wir müssen uns einfach mal durch den Regen durchwälzen. Ja, Freunde, das wird ja ein Spaß werden. Gut, dementsprechend würde ich sagen, tatsächlich, Freunde, starten wir jetzt rein ins Qualifying und schauen uns einfach mal, Freunde, was uns denn die erste Runde so bringt. So, Freunde. Erste Runde im Qualifying ist durch. Wie ihr sehen könnt, gibt es gar nicht mehr so viel Zeit. Ja, ich habe es tatsächlich jetzt mal alles gegeben. Also wirklich, das ist der Horror. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was das für ein Elend ist. Aber es scheint tatsächlich zu sein, das hätten wir eine gute Zeit, zumindest im Verhältnis unserer Sachen hier. Ich werde tatsächlich versuchen, die jetzt nochmal auszubessern. Wir gucken nachher in der Garage auf jeden Fall nochmal drauf. Aber hier könnte vielleicht noch was gehen, so wie ich das betrachte. Oh ja, Freunde, oh ja, da liegt noch ordentlich Zeit auf dem Asphalt. Auf dem sehr nassen Asphalt tatsächlich. 6/10, 5/10 so ungefähr sind es nochmal, die wir drauflegen können. Dann machen wir es tatsächlich auch, Freunde. Und das reicht am Ende jetzt für Platz 19! Was zur Hölle? Waren wir nicht voll in Platz 11? Oh mein Gott, Freunde, die Saison fängt ja schon super an. Sag mal, was war das denn? Hä? Habe ich da vorhin nicht richtig hingesehen? Also wir haben also... Hä? What? Also was ist auf 8, Freunde? Das heißt, meine Pace ist hier einfach ultra schlecht. Ja, okay, sehe ich. Ich habe die Zeit aber nochmal ordentlich ausgewässert, Freunde. Das sorgt dafür, dass wir zumindest vor Lance Stroll landen. Habe ich mich echt am Schwierigkeitsgrad immer noch so verrissen. Also mittlerweile tatsächlich unsere Kiste wohl anscheinend gut genug für Mittelfeldplatz, so roundabout. Mal schauen, wie es dann Q2 aussieht, bis Q3 dann, was Russell angeht. Aber irgendwie muss ich mich hier schon ein bisschen verpokert haben. Also ich glaube, das mit dem Schwierigkeitsgrad ist doch mit Meister vielleicht noch eine Stufe zu hoch. Ich weiß es nicht, Freunde. Habe ich so lange rumexperimentiert. Also jetzt am Ende fehlen uns tatsächlich 4 Sekunden fast bis zur besten Zeit. Beziehungsweise alleine hier sind es eine Sekunde bis überhaupt, ja, nahe Q2, Freunde. Boah, also ich weiß, dass Williams eigentlich auch schlecht ist im Regen, aber da irritiert mich doch um die Zeit, die Russell aufs Parkett fegt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Kinder, wisst ihr das? Ich nicht. Ja gut, egal. Machen wir es weiter dann mit dem Rennen, Freunde, und besprechen das dann gleich nochmal zum Rennstrategie. Start, ihr wisst, was ich meine.
Es heißt ja, dass sich in der Formel 1 eine Sekunde wie eine Ewigkeit anfühlt. Und die 4 vergangenen Monate ohne Rennen waren eine wirklich lange Zeit. Aber wir sind zurück in Melbourne, Heimat des großen Preises von Australien, seit 1996. Die Strecke in Melbourne ist wirklich ernst zu nehmen. Durch die Kombination aus rutschigen Oberflächen und schwierigen Kurven werden Überholmanöver um einiges heikler. Eigentlich funktioniert es nur in den DRS-Zonen oder halt, wenn der Gegner vorher einen Fehler macht. Heute und für den Rest der Saison begleitet uns hier in der Kommentatorenbox ein wirklich toller Kerl. Der einzigartige und immer top informierte Stefan Römer. Jetzt sind wir also hier beim ersten großen Preis der Saison. Die Autos geben gleich zum ersten Mal Gas. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Fragen, die wir beantworten müssen? Zuallererst, Heiko, und danke für die wunderbare Vorstellung, möchte ich Folgendes sagen. Es ist wirklich ein Privileg, hier zu sein, und ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was uns in dieser Saison erwartet. Um deine Frage zu beantworten, natürlich bleibt abzuwarten, wie viel Performance die Autos zu bieten haben. Aber trotzdem geht es hauptsächlich um die Zuverlässigkeit. Es ist der erste große Preis der Saison und da willst du deinen neuen Teilen natürlich alles abverlangen. Die Boliden stecken voller ausgeklügelter, aber auch hochsensibler Technologie. Daher wird es heute wichtig sein, das Ende des Rennens mitzuerleben und dafür zu sorgen, dass nichts kaputt geht. Und natürlich willst du dich auch von allen Problemen fernhalten. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Bottas, Pierre Gasly und Kvyat, Verstappen, Sainz Junior, Weber und Nico Hülkenberg, Butler, Ricciardo, Kevin Magnussen und Grosjean, Russell, Norris, Kimi Räikkönen und Sergio Perez. Busch und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Sei vorsichtig auf der Strecke bis Kurve 1. Falls wir sie zu schnell nehmen, wirft es uns aus dem Rennen. Fahr vorsichtig. Wir wollen nicht schon nach der ersten Kurve Feierabend machen. Ja, Freunde, das wäre tatsächlich ein bisschen arg früh. Wir blicken mal auf die Strategie drauf, haben einen Stopper, 7 auf den Softs, 8 auf den Mediums, relativ einfache Geschichte. Benzin können wir tatsächlich ein bisschen mehr mitnehmen. Wir nehmen hier normalerweise mit, mal so eine Runde, 1,5 Runden. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, Freunde. Letzte Aufnahme ist auch schon ein Weilchen jetzt her. Ich mache mal 1,5 und bete einfach, dass das in Ordnung ist. Soll auch nicht zu viel sein, wenn es klar geht. Und die Strategie möge bitte die sein. Dankeschön. Ja, genau. Ansonsten sieht das soweit eigentlich ganz gut aus. Ja, Freunde, was natürlich nicht so schön ausschaut, ist natürlich unser Startplatz hier. Ich nehme mich mal rein mit auf die Einführungsrunde. Habe ich mir echt nicht so vorgestellt. Wie gesagt, keine Ahnung, was hier so wirklich passiert ist. Also, das muss man ganz klar sagen. Kann ich euch nicht erzählen, was das war. Ja, wir starten erstmal rein hier. Also Strecke nochmal aus 3 Melbourne, könnt ihr parallel euch noch ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Beim Start konnten wir keine Probleme feststellen. Behalte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Ja, aber wie gesagt, also was mein großes Augenmerk jetzt angeht, ist natürlich jetzt die ganze Geschichte. Also wir starten im Endeffekt, glaube ich, 4 Plätze vor dem Kollegen Russell, hinter dem Kollegen Russell. Was natürlich heißt, dass wir alleine um den aufzuholen schon mal ein bisschen was tun müssen. Allgemein wird es so ein bisschen so eine Last-to-Point-Challenge oder so ähnlich. Also Punkte sich allein in diesen ersten Saisonrennen zu erfahren, wird auf jeden Fall schon sehr, sehr schwer werden, habe ich das Gefühl. Das wird alles echt sehr heikel werden. Also das weiß nicht, Freunde, was ich davon halten soll. Also die erste Saisonrennen, das ist der Anfang, das Qualifying, das stimmt mich echt nicht optimistisch. Da müssen wir einfach mal schauen, wofür es am Ende reicht. Ja, keine Ahnung. Also wirklich, ich bin einfach ratlos, ich werde es gleich mein Bestes geben zusammen mit euch, um hier was Sinnvolles zu reißen, aber niemand kann sagen, ja, ob das dann am Ende für irgendwas Prächtiges reicht, also zumindest der Startplatz als solches gibt ja schon mal nichts besonders her. Ich weiß, letztes Jahr Australien war aber auch nicht so prickelnd gewesen, Australien ist auch nicht meine Favorite-Strecke, aber trotzdem, das Ergebnis vom letzten Jahr wollte ich eigentlich schon knacken und dafür ist der 19. Startplatz halt alles andere als optimal. Ich weiß nicht, was wir letztes Jahr gestartet sind, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht der 19. vor Russell oder so der Fall war. Ja, also müssen wir schauen, Freunde, müssen wir schauen. Vielleicht holt auch einfach als Russell für uns mal die Punkte ab. I don't know. Wenn der das machen würde, ich würde es ihm gönnen, Freunde, ich würde es ihm gönnen. So, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt tatsächlich rein in dieses erste Rennen der Saison.
Wir sehen uns in der Startaufstellung wieder. Ja, Freunde, und damit ist es also angerichtet. Die zweite Saison kann jetzt gleich losgehen, sobald die roten Lichter erlöschen. Geht's los, Freunde, der große Preis von Melbourne. Wir schieben uns gleich nach innen, damit Stroll zumindest nicht in seinen Platz wechseln kann, aber wenn, dann es nur bei außen versuchen darf. Ja, erste Kurve, Freunde, das sieht hier schon noch ein bisschen Hackback aus. Wir gehen lieber die Grasnarben mit, um jetzt hier nichts zu riskieren. Keinen großen Schaden und kommen tatsächlich vorbei, Freunde, selbst an George Russell. Sehr, sehr gute erste Geschichte hier. Oh, die zweite Kurve werden sie auch ganz langsam, Freunde. Mal gucken, dass uns hier irgendwie mit Perez zum Einreihen. Ne, hinter Butler ist es. Aber das ist trotzdem doch sehr gut. Kann ich auf jeden Fall nicht meckern. Der Start sah schon mal recht stark aus. Sind jetzt also insgesamt auf Platz 14. Korrigiere 13. In Ordnung, guter Start. Wir stehen ganz gut da. Korrigiere erneut Platz 12. Oh, Freunde, was ist das denn für ein Start? Ach du Heilige. Oh, und wir haben einen sehr, sehr guten Kurvenausgang erwischt, Freunde. Hängen jetzt im Getriebe von Ricciardo drin. Das könnte reichen für ein Bremsduell. Und es reicht für ein Bremsduell, Freunde. Wir klappen ihm die Tür zu, den Renault von Ricciardo, und schleichen uns damit sogar vor auf Platz 11. Oh mein Gott, Freund, was ist das denn für ein legendärer Start? Ach du Heiliger, also Platz 11 nach der ersten Runde. Das war ein Monsterstart. Was wiederum heißt, ich merke auch gerade, die Pace von Williams ist nicht so schlecht, wie ich zunächst befürchtet hatte, Freunde. Das lag tatsächlich eigentlich vermehrt wirklich nur an dem Regenwetter und daran, dass ich Regen halt auch nicht gut bin. Aber über die Pace des Wagens kann man sich beklagen, Freunde. Direkt vor uns liegen jetzt schon direkt in Runde 2, Freunde, die Punkte. Hätte mir das vorher gesagt, ich hätte es direkt unterschrieben. Bleibt halt nur die Frage, Freunde, wie wollen wir bitte an Weber vorbeiziehen? Das kann ich euch noch nicht so ganz klar sagen. Jetzt erstmal auf die Start-Ziel-Gerade, muss mal gucken, ob wir vielleicht nach hinten verteilen müssen. Nee, das sieht aber tatsächlich ganz gut aus. Also, Freunde, Platz 11. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Ja, Platz 11 scheint tatsächlich erstmal das zu sein, wo wir uns erstmal anfreunden dürfen. Für nach vorne und weiter ist tatsächlich die Pace des Wagens nicht so gut. Wobei, wenn sie jetzt da vorne die Fights gehen, das wäre gar nicht mal so übel. So, Start-Ziel-Gerade, Freunde. Runde 3. So langsam, aber sicher bildet sich, glaube ich, hier doch eine Lücke. Benzin habe ich jetzt auch nicht mehr so viel, wobei jetzt haben sie tatsächlich gerade ein ganz mieses Duell gehabt, Freunde. Ah, wer weiß. Du hast etwas Zeit gegen das Auto hinter dir verloren. Freunde, ah, nee, noch nichts, auch wenn sie tatsächlich hier zu zweit ins Duell gehen. Gibt es hier für uns noch nichts zu holen, aber da wird unsere Chance auf jeden Fall noch kommen, das sage ich euch. So, jetzt tatsächlich rechne ich doch mit dem ersten Angriff hinter uns. Ricciardo müsste jetzt eigentlich kommen. Da kommt jetzt tatsächlich auch, Freunde. Ich ziehe ein bisschen später auf die Bremse, damit ich ihm jetzt noch ein bisschen Platz überleben lasse. Vor uns läuft das Duell zwischen Sainz und Weber auch noch genauso gut. Boxenstopp ist tatsächlich am Ende der Runde, Freunde. Ich denke, das Ding wird die Karten hier nochmal ein bisschen neu mischen. Ansonsten, ja, für die Punkte reicht eigentlich die Pace gerade noch nicht. Ein bisschen ärgerlich. Oh, vielleicht aber jetzt, Freunde. Ach du Heilige. Böses Feder hier im Duell von Weber war es jetzt, glaube ich, gewesen. Der uns tatsächlich passieren lässt, Freunde. Gute Arbeit. Und damit Platz 10. So, Freunde. Wieder Startziel gerade Platz 10, den wir jetzt verteidigen müssen. Erstmal gegen eben Lukas Weber, der wieder kommt. Aber unser Williams-Motor macht zumindest seine Sache zumindest so weit in Ordnung, dass es, glaube ich, nicht reicht auf dem DRS-Kran, um ja, jemanden vorbeiziehen zu lassen. Das heißt, wir müssten da schon einen Fehler machen. Sainz ist wiederum vor uns, droht sich so ein bisschen abzusetzen von der reinen Pace her. Gut, muss ich ihm dann vielleicht auch zugestehen. Aber wie gesagt, jetzt momentan den Punkten, Freunde, das nach Startplatz 19. Ich nehme es halt wirklich sofort mit. So ist es nicht. Ansonsten war das gleich noch unser erster Boxenstopp und unser einziger Boxenstopp. Der, wie gesagt, dürfte die Karten wirklich nochmal ein wenig durcheinander mischen. Die Würfel nochmal neu würfeln. Ihr wisst, was ich meine. Oh, Freunde. Oh, Freunde, wir haben DRS auf Carlos Sainz. Das könnte wieder ein Bremsduell geben. Ja, Freunde, und wir ziehen tatsächlich vor dem McLaren. Das hat mich jetzt gerade selber ein wenig überrascht, aber ich habe vergessen, dass wir natürlich hier das DRS kriegen. Dementsprechend also ein weiterer Platz für uns. Und damit, ja, Freunde, jetzt also schon Platz 9. Nur wenn wir jetzt nach vorne blicken, dann war es endgültig plus die Tatsache, dass wir jetzt nicht mal mehr DRS haben. Heißt, ich rechne jetzt schon mal schwerstens mit dem Angriff. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet.
Diese Runde geht es auch noch rein, aber wir versuchen es jetzt mal über die Innenlane zu verteidigen. Na, scheint zu funktionieren. Ich muss mir jetzt einfach irgendwie, Freunde, auf diesem Platz in die Box retten. Ich weiß noch nicht ganz wie. Da kommt tatsächlich schon wieder der nächste Angriff, Freunde. Doppeltangriff. Und das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Freunde. Das kann mir doch keiner erzählen. Was war denn das für eine Aktion? Ach du Heilige. So, Freunde, das Ganze jetzt dann nochmal aus der Perspektive, hier was die Kamera angeht. Ach du Shit, ey, Jungs, guckt euch das mal an. Also, wir haben hier das Duell. Das ist doch jetzt echt nicht wahr, Freunde. Also, gesamte letzte Saison ist so gut gegangen und jetzt haben wir tatsächlich jetzt erstmal unseren ersten kleinen Unfall. Wir können tatsächlich uns noch wirklich glücklich schätzen, dass wir überhaupt noch im Rennen sind. Guckt euch das mal an. Also, wir hier im Duell mit dem McLaren, der tatsächlich vorbeizieht. Und jetzt kommt von links der Red Bull, Freunde, und da ist kein Platz. Wo möchte denn der da überholen? Mal ganz blöde Frage, wo möchte denn der da überholen? Da ist doch kein Platz, ja, und dann kommst du tatsächlich, wozu es kommen muss. Es kommt zur Berührung, Freunde. Wir werden in die Leitplanke gedonnert, verlieren unseren Frontflügel, Freunde. Und, ach Gott, damit ist das Rennen eigentlich so gut wie gelaufen. Leck mich am Arsch. Ach Mann, ey, wirklich, musste das denn unbedingt sein? Tat das jetzt so wirklich Not? Ich fass es nicht, wirklich. Och, Mensch, ey, wie verkorkstes Wochenende, ich sag's euch. So, Stroll mussten wir uns auch noch vorbeilassen, Freunde. Ich habe so unfassbar Probleme gerade mit dem Flügel. Oh Gott, nächste Berührung, die kennt da ja nichts. Nee, dann lasse ich lieber auch noch Grosjean vorbei. Box. Ja, wir passen die Strategie an. Definitiv. Diese Runde rein. Freunde, definitiv. Wir gucken mal ganz kurz rein. Oh, ich muss den Flügel reparieren gehen. Aber das lief mir überhaupt nicht nach meinem Geschmack. So, Freunde, jetzt geht's also ran an den Boxenstopp. Oh Gott, ich muss mal kurz einen Schluck aus der Pulle nehmen. Ah, das war wirklich Katastrophe. Ne, fällt mir nichts mehr zu ein, Freunde. Absolute Katastrophe. Oh mein Gott, wo wollte denn der da noch überholen? Da gab's doch keinen Platz. Kann er nicht einfach mal kurz warten? Losfahren, losfahren! Da ging doch nichts mehr. Ich wurde halt von McLaren da einfach auf die Außenbahn gedrängt. Ich konnte auch nicht wirklich was machen, Freunde. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ja, Freunde, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Aktion hier haltet oder hielt oder wie auch immer. Aber wie gesagt, das Rennen ist jetzt für uns einfach absolut gelaufen. Ich weiß nicht mehr, was ich da jetzt noch so machen soll und sagen soll. Das Ding werden wir jetzt ziemlich sicher einfach auf Platz 20 erst nach Hause bringen. Eine große Enttäuschung, Freunde. Ein wirklich Katastrophending. Ja, muss man einfach so sagen. Ich bin wirklich ein bisschen sprachlos gerade. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 10,9 Sekunden. Ja, Freunde, so befinden sich also die alteingesessenen Leute nach dem Boxenstopp-Bereinigung wieder auf ihren angestammten Plätzen. Russell auf 19. Ein paar Informationen zu Grosjean. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Ja, vielleicht kriegen wir zumindest den noch. Aber, Freunde, also die alteingesessenen Williams beginnen die Saison wirklich, Freunde, mit einem Ergebnis, das einfach auch keiner so sehen möchte. 19 und 20 jetzt erstmal. Vielleicht, wie gesagt, ist noch ein Platz, den es gut zu machen gilt. Aber es ist wirklich, es ist unfassbar. Auf der anderen Seite muss man zwar sagen, wir wurden bislang auch echt vom Pech, ja, also sind wir ziemlich verschont geblieben von solchen Aktionen, irgendwie Zweikämpfe, die einfach mal ein bisschen schlecht münden, da sind wir bislang irgendwie immer gut durchgekommen, haben auch natürlich immer viel Risiko bei solchen Dingern gefahren, aber ja, jetzt also einmal tatsächlich, Freunde, das Strafbataillon quasi, was da auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ja, jetzt musst du auch mal ran, das Schicksal hat gesagt, das geht nicht mehr weiter und ja, dementsprechend, Freunde, also jetzt Platz 20, wie gesagt, ich versuche noch mein Bestes, das irgendwie gerade zu biegen, aber Shit-Dreck. Aber leider gehört auch das einfach zum Motorsport dazu, muss man einfach so sagen, Freunde. So ein Mist kann halt einfach mal jedem passieren und eben halt auch ein Bernie Busch. In der zweiten Saison ist das erste Mal passiert, Freunde. Ich hatte schon mal Gräben gehabt, dass wir eigentlich letzten Sommer mal irgendwie ein Rennen bestimmt DNF haben müssten. Sind immer gut durchgekommen, Freunde. Was war das gewesen? Baku in Aserbaidschan. Da war es ein bisschen glücklich, Freunde. USA, Austin haben uns das dann im Qualifying weggeholt. Ein bisschen den Schaden in Monaco auch, im Qualifying was, aber halt nie im Rennen. Jetzt ist es halt einmal passiert, Freunde. Schwamm drüber. Kann man nichts machen. Ist halt so. Und dementsprechend, Freunde, ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Als der Gelegenheit, ein wenig hinterher zu trauen, Freunde, jetzt vielleicht noch Grosjean einzusacken und dann dürfte das das eigentlich auch gewesen sein. Warte mal ganz kurz, ich nehme euch dafür nochmal eben mit.
Oh, kleine Lecks, Freunde, brauche ich jetzt natürlich sehr dringend. Ja, dementsprechend wird da Überholen nicht gerade einfacher. Aber es reicht auf jeden Fall, um ihn hier in der Innenbahn auszustechen, Freunde. Also Platz 19. Wie gesagt, das ist auch der Platz, mit dem ich am Ende rechne. Oh, Freunde, tatsächlich, wir machen sogar einen Platz gut. Devin Butler ist an der Box. Ich fasse das nicht. Wir können sogar nicht ganz duelllos hier nach Hause gehen. Eventuell kann ich zu den beiden Vorderinnen, die noch fighten, sind Stroll und Wassel, nochmal aufschließen. Aber trotzdem, wirklich bessern tut das meine Stimmung immer noch nicht, muss ich ehrlicher so sagen. Ach, schöner Zweikampf da vorne. Sehr gut, Freunde. Das bringt uns natürlich ran. Also extern fighten, Freunde, tun die ja tatsächlich beide. Aber jetzt ist hier eine kleine Lücke da, wenn Stroll sich gescheit anstellt. Jep, klappt tatsächlich. Wir können unseren eigenen Teamkollegen zumindest wieder im Regen stehen lassen. Freunde, wichtig fürs interne Duell, dass ich gleich mal hier zum Saisonstart trotz katastrophalen Rennens zumindest diesen Platz hier gut mache. Also hoch vorgefahren, jetzt wie immer auf Platz 16 erstmal. Oh, der Ausgang ist gut, Freunde. Wir kriegen das DRS auf Stroll. Wir kriegen das DRS auf Stroll und hängen ihn tatsächlich auch nochmal ab. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. So, und sind damit jetzt auf Platz 16, Freunde. Wie gesagt, alles andere immer noch als zufriedenstellend, aber zumindest das, was wir, glaube ich, denke ich, jetzt nochmal aus der Geschichte rausholen konnten. Wenn wir das jetzt noch einigermaßen verteidigt kriegen, die vielleicht die letzten Runden, ja, kann ich zumindest aus der Situation heraus noch zufrieden ausgehen. Was haben wir jetzt noch vor uns, theoretisch? Raikön, okay, hinter uns jetzt nochmal Stroll mit DRS. Aber der kommt tatsächlich auch trotz DRS nicht nochmal ran, das heißt, auch dementsprechend bin ich da wohl auf der sicheren Seite. So, Freunde, wir gehen jetzt dann rein in die letzte Runde des Rennens. Wie gesagt, ich erwarte nicht mehr, dass hinter uns noch was passiert. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Vor uns sind sie zwar auch fleißig am Fighten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was für uns das geht. Ihr seht auch schon, wir kriegen kein DRS im Gegensatz zu Raikön. Ich glaube sogar Stroll hinter uns. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich die Position, mit der wir uns am Ende zufrieden geben müssen. Wobei, wenn es natürlich noch irgendwo eine Lücke ergeben würde, ich würde ja nicht Nein sagen, so ist es ja nicht. Na, Freunde, wie vielleicht jetzt hier Raikön, der versucht selber zu stechen, keine gute Idee. Leichter Kontakt mit Norris, aber wir können uns tatsächlich noch einen Platz nach vorne mogeln. Ja, den leichten Kontakt jetzt nochmal mit eingeschlossen, Freunde, haben wir jetzt tatsächlich sogar auf Platz 15 erobert. Den, wie gesagt, würde ich jetzt schon ganz gerne nach Hause bringen wollen. Mal gucken, ob es mir vergönnt ist. Der Versuch ist auf jeden Fall wert. Vor uns, denke ich, wird nichts noch passieren. Wobei, die Tour ist auch ziemlich hart, ey. Schade drum, schade. Uns gehen jetzt gerade echt so ein bisschen die Runden aus. Ansonsten wäre mal vorne so ein bisschen noch was gegangen. So, aber denke ich jetzt mal mit ziemlich großer Sicherheit, Freunde, gehen wir am Ende als Platz 15 nach Hause. Angesichts der Tatsache, wie das Rennen hier so gelaufen ist, denke ich, geht das schon in Ordnung. Wir haben ein bisschen rauch außen ausgekommen, aber egal, Freunde, es wird reichen am Ende, also Platz 15 für uns. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Das war's mit einem weiteren Grand Prix und einem fantastischen Sieg für Mercedes. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Schauen wir uns nun an, wie sich die Fahrerwertung verändert hat. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Man kann nichts daran aussetzen, was Sergio Perez heute auf der Strecke abgeliefert hat. Er ist fehlerfrei gefahren und damit eine leichte Wahl. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, Freunde, ich auch, in der Hoffnung, dass es auf jeden Fall besser wird als das Mal jetzt hier, Freunde. Wir schauen mal eben fix drauf.
Boah, was lässt sich zu diesem Rennen sagen? Also, gestartet auf Platz 19, Freunde. Echt eigentlich wieder sehr schlecht. Ich dachte auch schon, albtraummäßig, die Schwierigkeit ist zu hoch. Hat sich dann aber so entpuppt, dass tatsächlich unser Williams doch eine gute Pace hatte. Haben uns tatsächlich vorgefahren Richtung Platz 9, Richtung den Platz von Carlos Sainz, Freunde. Und dann kam das verheerende Duell mit ihm hier, der jetzt ein bisschen später bei uns reingekommen ist, mit Devin Butler, der sich dabei einen kaputten Frontflügel zugezogen hat. Wir haben uns einen kaputten Frontflügel zugezogen. Es hat am Ende keinem geholfen, die ganze Geschichte. Ja, wie gesagt, Mist passiert mal, sind am Ende auf 20 rausgekommen, haben sie jetzt noch mal hinten heraus, noch mal vorgearbeitet auf Platz 15, zumindest, wie gesagt, Teamkollege Vassel noch mal stehen lassen. Aber ja, von meiner angesprochenen großen Verbesserung, die ich hier in Melbourne geplant habe, Freunde, im Vergleich zum letzten Jahr bin ich doch tatsächlich weit weg gewesen. Ja, insgesamt unterm Strich ein Wochenende zum Vergessen von A bis Z. Aber wie gesagt, fing schon mit den ganzen technischen Problemen an, mit dem Qualifying, Freunde. Der gesamte Saisonübergang echt absolut für einen Eimer, für einen Arsch und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Freunde, lasst mal ganz kurz noch eben noch bei Ranglisten durchzugucken, bringt das wahrscheinlich nicht so viel außer vielleicht Konstrukteure, dass man da nochmal fix reinsieht. Also Konstrukteure, Red Bull und Mercedes teils Platz 1, Ferrari dahinter auf Platz 3. Dann haben wir Racing Point auch mit 16 Punkten, 6 Punkte für Renault, 2 für McLaren. Glückwünsche gehen raus an Lewis Hamilton, dem Sieger dieses Rennens, Freunde. Ja, und dann machen wir es einfach erstmal weiter mit den Interviews, Freunde. Wie gesagt, ich bin etwas entnervt, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Hatte ich mir alles schöner und besser vorgestellt, Gute wirklich. Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Ja, Fragen. Schieß los, meine Liebe. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? Der Wagen ist leicht und wendig, kann an der Tasche stecken. Das Aerodynamikpaket ist fantastisch. Ja, ich würde sagen, die Wendigkeit, ne? Weil ich weiß nicht, müssen wir das Triebwerk nochmal fördern? Ich glaube nicht. Erstmal müssen wir mit dem Chassis mal ein bisschen was aufholen, Freunde. Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Die Qualität der Fahrersaison ist sehr hoch und vor allem sein Teamsport ist alle sehr angestrengt. Ich glaube, das passt ganz gut. Wie ist jetzt das Verhältnis zwischen Ihnen und Lucas, nachdem Sie als Sieger aus Ihrem Zweikampf hervorgegangen sind? Wir hatten so viel Spaß bei den Fans, wir haben es beide genossen. Ich denke, er würde sich aber wünschen, er hätte ein Team hinter sich wie meines, besser denn je. Wir haben es beide sehr genossen und eine Menge voneinander gelernt. Was meinen Sie, wie Lucas über sein neues Team denkt? Ich hoffe, er wird so glücklich wie ich in meinem Team. Er ist ein Spitzenfahrer, ein Spitzentyp. Ich denke, das wird gut passen. Es war eine gute Entscheidung. Er ist genau der Fahrer, den sie brauchen. Machen wir so. Danke für den Kommentar. Ja, bitte. Na, keine Frage zum Crash, Freunde. Das wundert mich tatsächlich. Hätte ich eigentlich jetzt erwartet gehabt, aber wie gesagt, soll mir auch gleich sein. Im Zweifel nehme ich das auch jetzt mit. Es muss halt nicht sein. Wirklich, wirklich, keine große Lust mehr. So, gucken wir mal auf das Ergebnis dann jetzt in den Rivalitäten, Freunde. Dort machen wir es tatsächlich die 2 Punkte gegen Lukas Weber noch perfekt. Holen tatsächlich nochmal am Ende auch die Punkte gegen Russell weg, die wir auch immer holen müssen, Freunde. Das ist natürlich ganz das Ziel. Gewinnen also unsere erste Rivalität gegen Weber, Freunde. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wie Ressourcenpunkte das Ganze nochmal gibt. Das dürften nochmal ein paar sein, so rund 93. Ich habe, wie gesagt, diese eine Geschichte, Freunde. Die war halt echt Mist. Rennbonus, 250 Punkte nochmal Rivalität, sind 723 mal 2255. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Wir kriegen nochmal einen ordentlichen Rufbonus, den wir auch gebrauchen können. Sind jetzt tatsächlich ein vollständiger Veteran, gehen noch ein bisschen Richtung Fairness, Freunde. Und kriegen keine Nachricht. Sieht aus, doch. Als wäre einer deiner Rivalen. Ach, dämlich, ihre Drecksrivalen. Ja, das interessiert mich natürlich nicht. Das könnte eine gute Chance sein, eure Nachbesprechung. Für die Presse hochzuspielen und deinen Ruf nicht zu wichtig, fördern. Nicht wichtig. Jüngste Rivalität mit Lukas hat die positive Aufmerksamkeit in der Presse verschafft. Nach allem, was euch in der Vergangenheit vorgefallen ist, freuen sich die Fans bereits auf ein neues Duell und noch ein Interview mit, ich glaube, Weber ist es gewesen. Ja, Freunde, auf Butler bin ich jetzt natürlich in der Aktion auch nicht besonders gut zu sprechen, was man sich vielleicht vorstellen kann. Nächste Woche müsst ihr auf jeden Fall einen neuen Rivalen auswählen. Ich schaue mal, was dann auf jeden Fall möglich ist. Müssen wir ein bisschen durchschauen. Natürlich, die Situation hat sich insgesamt jetzt auch racingmäßig ein wenig verändert. Die Teams haben sich ein bisschen durchmixt, dementsprechend weiß ich gar nicht mal, wer da so unser genauer Kandidat ist. Die einzige Moral, die momentan gut ist, ist die tatsächlich von Chassis-Abteilung. Wir müssen mal ganz kurz gucken, ich glaube, hier in der Leistungstabelle musste ich wieder was machen. Ne? Freunde, ja, da werden wir um ein Upgrade nicht drum herum kommen. Benzinverbrauch er nicht, dementsprechend nehmen wir das ERS, das Energierückgewinnungssystem. Ich denke mal, Freunde, das wäre schon gut. 2 Wochen würde das dauern, das würde dann in China fertig werden. Das nehme ich auf jeden Fall mit, Freunde. Darauf hätte ich schon Bock. Das wäre dann das Upgrade, was wir hier bräuchten. Und dann müssen wir es natürlich nochmal einmal dicke hier in der Chassisabteilung nochmal anschieben. Versuchen es mit der
Motorhaube, Freunde. Lass mal ganz kurz durchlesen. Eine Motorhaube mit einem neuartigen Design sorgt für eine symmetrische Gewichtsverteilung, wobei die Schusskapazität nicht beeinträchtigt wird. Sehr schön. Also eine neue Motorhaube, Freunde, für unseren Wagen. Soll uns also auch hier ein wenig ranpushen. Dann haben wir tatsächlich unsere gesamten Gelder auch verbraucht. Unsere gesamten Ressourcenpunkte, beides, wie gesagt, in China. Soll uns dann noch mal ein bisschen nach vorne werfen. Ihr seht auch schon, damit könnten wir dann an Renault rankommen. Wir sehen hier nochmal das Bild. Ja, das würde auf jeden Fall nochmal ein Schwüngchen nach oben bedeuten. Da kann man nicht meckern. Jetzt aber zum nächsten Mal hinten in Bahrain müssen wir noch mit derselben Kiste leben. Dann aber, wie gesagt, hoffentlich mit besseren Leistungen. Gucken wir ganz kurz eben auf die Teile drauf. Wie sieht es hier mit der Abnutzung aus? 10% für den Verbrennungsmotor, 7 NGOK, 9 für die MGOH. Energiespeicher ist bei 5, Turbolader bei 9 und Steuerelektronik bei 4. Das heißt, also die erste eine, die wahrscheinlich wieder verschlissen wird, ist wieder wahrscheinlich der Verbrennungsmotor. 10% nach dem ersten Rennen heißt, den Verbrennungsmotor werden wir wahrscheinlich ja alle 5 Rennen roundabout austauschen müssen. Ja, das heißt, wir uns wahrscheinlich in der Saison einmal, Fragezeichen, Sekunde, ich muss ganz kurz gleich die Rennwochenenden mal eben zählen. Man kann sagen, dass wir uns einmal da was Neues abholen müssen. Mit dem Getriebe bin ich sehr zufrieden, Freunde, dass wir das auf jeden Fall halten. Also Getriebestrafen werden wir uns nicht mehr abholen, wenn dann, wie gesagt, nur noch Teilstrafen. Lasst da mal da ganz kurz eben drauf schauen, Freunde. Wie sieht's hier aus? Wie viele Saisonrennen sind's denn? Das sind jetzt hier in einer Reihe 7. 7 mal 3 sind, ja, doch, wir werden uns einmal Teile abholen müssen. Gut, dann mal ganz kurz jetzt zum Abschluss, dann würde ich sagen nochmal der Blick, was haben wir letztes Jahr gerissen in Melbourne, Platz 14, jetzt dieses Jahr Platz 15. Ich sag mal, unter normalen Umständen hätten wir tatsächlich hier Platz 9 festgemacht, so ist es wie gesagt jetzt Platz 15 geworden, Freunde. Das nächste Mal in Bahrain haben wir das letzte Mal Punkte geholt, das denke ich wird auch das Ziel nächstes Mal sein, Freunde, einfach ein bisschen in die Punkte zu fahren, die ersten Punkte Saison festzumachen, ehe es dann in China auch wieder eine Strecke geht, die uns eigentlich nicht so liegt, oder mir vor allem nicht so liegt. Ja, Freunde, das wird auf jeden Fall erstmal witzig werden. Also dieser Saisonanfang ist wirklich ein bisschen missglückt, aber da kann man nichts machen, Freunde. Wir sehen jetzt einfach zu, dass wir weitermachen. Kopf hochhalten. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ich bedanke mich euch draußen fürs Zusehen. Wir sehen uns dann zur nächsten Woche wieder beim großen Preis von Bahrain nach Saschir und dementsprechend, ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.